sind immer noch auf der RPC 2011 in Köln. Neben mir sitzt jetzt der Geschäftsführer von Cliffhanger Productions und die haben angekündigt, MMOs zu Shadowrun und Deadlands herauszubringen. Kannst du uns dazu etwas erzählen? Ja, also wir haben zumindest mal angefangen damit, die Lizenzen zu akquirieren. Das heißt, wir dürfen es jetzt machen, wenn wir wollen. Wir sind momentan natürlich noch auf der Suche danach, wie wir das finanzieren, denn es ist für ein deutsches Studio oder deutsch-österreichisches Studio, was wir sind, nicht so leicht. Aber wir haben Konzepte und auch angefangen, jetzt Prototypen zu machen für sowohl Shadowrun als auch Deadlands, Browser-based MMOs. Also kein Facebook-Social-Game? Nein, wie viele Leute Angst davor haben. Nein, es ist online, es ist trotzdem kein Facebook-Game. Es ist sogar nicht mal ein klassisches Browser-Game. Viele Leute, also die, sag ich mal, früheren Browser-Games sind ja meistens so, ich klicke einen Balken weiter, wenn ich auf eine Taste drücke, spiele. Wir wollen das, was wir richtige Computerspiele machen. Also schon nicht, keine Ahnung, World of Warcraft, weil da fehlen uns knapp 120 Millionen für, aber schon welche, wo man sich nicht verstecken muss, wenn man Computerspiele spielt und wo man auch nicht das Gefühl hat, das war jetzt einfach nur eine billige Art, irgendwie möglichst trashigen Scheiß irgendwie in eine Lizenz dran zu binden. Das soll dann über ein Plugin auf der Homepage, auf der Website funktionieren? Also aktuell benutzen wir die Unity Engine. Das ist eine Engine, die auf allen Plattformen funktioniert. Das heißt auch auf dem iPad oder auf dem iTab oder auf dem Android-Phone oder sonst wo und theoretisch auch auf einer Playstation. Ob wir alle Spiele mit der Unity machen werden, wird sich zeigen, aber zumindest der Plan ist, dass wir damit arbeiten. Wie läuft das denn jetzt ab? Gerade bei Shadowrun hat ja die Gruppendynamik ein wichtiges Element. Ist man dann allein unterwegs oder bildet man noch Gruppen und kann mit Freunden unterwegs sein? Also für Browserspiele ist es ja wichtig, glaube ich, dass beides geht. Also ich will nicht immer darauf warten müssen, dass 15 andere Leute da sind, damit ich mir jemanden aussuchen kann, mit dem ich spielen will. Aber wir machen schon, also das heißt, es wird schon Einzelmissionen geben. Aber bei beiden wird es wichtig sein, Gruppen zu haben. Wir werden allerdings Mechaniken einbauen, die sowohl im Online- als auch im Offline-Gruppenspiel funktionieren. Das heißt, selbst wenn meine Gruppe nicht da ist, live, also das ist so der klassische, ein klassischer Multiplayer, ich spiele mit mehreren Leuten zusammen, aber selbst wenn die live nicht da sind, gibt es Möglichkeiten, die zu unterstützen oder deren Unterstützung reinzuholen. Wenn ich eine Freundesliste habe, da ähnelt sich dann von, also da gibt es Anknüpfungen an Facebook. Wenn ich eine Liste von Leuten habe, dann kann ich deren Hilfe sozusagen in Anspruch nehmen. Was macht man da jetzt denn genau? Ist das irgendwie aus der Ego-Perspektive, ich baller auf Leute, nachdem ich Aufträge bekommen habe, oder aus der Verfolgerperspektive? Was kann man da erwarten? Ist alles total geheim. Naja, bei Deadlands, also es unterscheidet sich so ein bisschen. Bei Deadlands werden wir eher in eine Action-RPG-Richtung gehen. Das heißt, da wird es tatsächlich mehr viel mit Geballer sein. Es wird viel mit Steampunk-Geballer sein, also mit irgendwelchen Maschinen rummachen. Das heißt, da werden wir die Betonung auf den Action-Bereich legen. Bei Shadowrun sehen wir das eher als ein, sag ich mal, taktisches Spiel. Das heißt, da kommt es ein bisschen mehr drauf an, bestimmte Taktik zu haben, in Deckung zu gehen, die anderen Leute zu überrumpeln. Es wird viel mit Infiltration sein, viel mit Stealth-Gameplay. Das heißt, wir werden viele Sachen machen, wo es eigentlich darum geht, nicht entdeckt zu werden. Wir werden hacken, also viele mehr Decker drin haben, je nachdem, wie man fragt. Und auch da wird es nicht nur sozusagen aufs Ballern ankommen, sondern natürlich auch darauf, dass ich entsprechend meine Vorbereitung treffe. Es bleibt aber bestehen, das muss man gleich von vornherein sagen, es sind Browserspiele, das Budget ist begrenzt, also gegenüber dem, was internationale Produktionen kosten, kostet ein Browserspiel einen Bruchteil und dementsprechend begrenzt es natürlich auch die Möglichkeit, das darzustellen. Trotzdem wollen wir eigentlich viel mehr, also wir werden die Möglichkeit, die ein Browserspiel hat, nutzen und mehr Wert auf Gameplay legen als auf tolle Grafiken. Grafiken wird es auch geben, die werden auch ausreichend schön aussehen, aber natürlich werden wir nicht mithalten können mit aktuellen Top-Produktionen im MMO-Bereich. Was habt ihr denn da für ein Finanzierungsmodell? Wird das über Itemshop gemacht, über Werbung auf der Seite, Abos? Reich werden ohne Arbeit, dachten wir. Nein, also wahrscheinlich wird das so, also bei beiden werden wir über Micropayments gehen, das heißt tatsächlich, man kann Items kaufen, man kann bestimmte Vorteile kaufen. Bei Deadlands zum Beispiel gibt es ja die Fate Chips als Instrument. Auch die wird man kaufen können in einem begrenzten Umfang. Das heißt, wir finanzieren uns im Prinzip so, dass es grundsätzlich für jeden umsonst ist, das Spiel zu spielen. Und dann gibt es halt bestimmte Vorteile, die man sich entweder erkaufen kann oder, sage ich mal, bestimmte Beschleuniger, die man kaufen kann, wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt aber nicht dreimal sterben müssen, also kaufe ich mir halt 3 Health Potions, die mich auf jeden Fall wieder erwecken oder so. Dann gebe ich halt dafür Geld aus. Cliffhanger Productions hatte ich bis jetzt eigentlich noch nicht gehört. Woher könnte man euer Team denn schon kennen? Dabei sind wir doch berüchtigt. Tatsächlich ist Cliffhanger Productions als Entwicklungsteam relativ jung. Uns gibt es jetzt seit einem Jahr. Aktuell machen wir Jagged Alliance online, ist aber auch noch nicht raus. Dementsprechend weiß das auch noch niemand so richtig.
Wir haben vorher als Produktionsstudio gearbeitet, das heißt, wir sind eigentlich im Kern eine Gruppe von relativ erfahrenen Produzenten, die für andere Firmen Sachen gemacht haben. Also zum Beispiel beteiligt waren wir an Risen, also dem inoffiziellen Gothic-Nachfolger, jetzt wieder an Risen 2. Wir haben auch damals Gothic 3 mitgemacht, zu unserem persönlichen Bedauern. Wir waren aber nicht schuld an den vielen Bugs, sage ich gleich dazu. Wir haben Spellforce mitproduziert, Legend, Hand of God, wir haben ganz kurz bei Sacred mitgemacht. Also eigentlich fast alle deutschen Fantasy-Titel, die irgendwie rauskamen, haben wir irgendwie die Hände mit dem Spiel gehabt. Und jetzt war der nächste Schritt halt zu sagen, naja, versuchen wir es doch einfach nochmal selber zu machen und nicht nur im Auftrag von anderen Leuten da irgendwie dran beteiligt zu sein. Denkst du, dass von einer Position eines deutsch-österreichischen Teams ein anderes Spiel produziert werden kann, als sagen wir mal jetzt von einem internationalen Team? Geht ihr jetzt bestimmt auf deutsche Bedürfnisse ein für einen deutschen Markt oder macht ihr das direkt international? Also ich glaube, wenn man rein deutsche Spiele machen würde, dann wäre das für Amerikaner, die einen relativ großen Markt darstellen, so ein bisschen wie zum Zahnarzt gehen. Das Endergebnis ist vielleicht toller als vorher, aber der Weg dahin ist so schmerzhaft, dass man das nicht machen möchte. Wir müssen internationale Spiele machen, das ist im Browser-Games-Bereich auch üblich. Es hat allerdings den Vorteil, im Browser-Game-Business ist es so, dass, sage ich mal, 70% der Top 10 Anbieter im Browser-Games-Bereich sind deutsche Firmen. Das heißt, der Markt wird aktuell international dominiert von deutschen Firmen und das ermöglicht uns natürlich auch, aus Deutschland heraus eine relativ gute Startposition zu haben. Anders als bei vielen anderen Spielen. Also wenn ich eine internationale Produktion machen will, wir sehen es bei Risen jetzt wieder, das Geld, was ich in Deutschland dafür auftreiben kann, und selbst wenn ich die Nummer 1 im deutschen Markt werde, ist nicht vergleichbar mit dem, was die Amerikaner rausgeben können. Das heißt, da zu konkurrieren macht keinen Sinn. Im Browser-Games-Bereich sind wir konkurrenzfähig und da kann man auch, sage ich mal, bestimmte Stärken. Die Deutschen sind stärker im Gameplay oft, sie manchmal auch ein bisschen komplexere Sachen, ein bisschen mehr Ideen, die jetzt abseits der normalen Linie liegen und dafür generell natürlich nicht so gut in das, was wir Production Values nennen. Also wir haben halt keine 200 Grafiker bei uns im Studio sitzen, die einfach Grafik raushauen können wie nichts Gutes. Das heißt, wir müssen uns mehr über Ideen, über gute Konzepte beweisen. Und ich glaube, da ist man als Deutscher relativ geübt, weil wir schon, also ich bin seit 20 Jahren in der Industrie und wir haben immer mit viel, viel weniger Geld konkurrenzfähige Produkte machen müssen. Und manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt, aber zumindest wissen wir, was wir machen können, was vielleicht Amerikaner eben der Form nicht machen können. Die erschlagen das mit Geld, das können wir eben nicht. Dafür müssen wir mehr Ideen haben. Jetzt sagen wir mal, jemand findet das total knorke, alles, was du erzählt hast, und möchte gerne Beta-Tester oder sowas werden. Bietet ihr sowas an und kann man das schon mal sich vorab anschauen? Getreu dem Micropayment-Model verkaufen wir unsere Beta-Testerplätze, ja. im Moment sind wir natürlich noch sehr früh. Also beide Spiele sind in der Konzeptphase. Das heißt, wir rechnen nicht vor nächstem Jahr damit, dass eines von beiden in die Beta gehen wird. Grundsätzlich werden wir demnächst auf Cliffhanger Productions ein Forum aufmachen. Da kann man sich also schon mal bewerben und auch ein bisschen irgendwie austoben und Fragen stellen. Wir legen relativ großen Wert momentan noch drauf, auch in dieser frühen Konzeptphase, die Rollenspielfans einzubinden. Zwar werden wir nicht ein Spiel machen können, das sozusagen 1:1 das Rollenspiel ist. Das funktioniert sowohl grundsätzlich nicht, als auch nützt mir das nichts, weil wir natürlich viel, viel mehr Menschen an das Spiel ranbringen müssen, als nur diese harten Kern von Rollenspielern. Ich glaube aber, dass das, was die Spiele, also die wir ausgesucht haben, Shadowrun und Deadlands, besonders macht, ist eben, dass sie einen bestimmten Flair haben. Und es ist schon wichtig, dass wir mit der Community von Leuten, die das jetzt noch spielen oder das vielleicht früher mal gespielt haben, jetzt nicht mehr aktiv sind, in Kontakt treten, dass die auch wirklich Feedback geben können, dass die Vorschläge einreichen können. Wir wollen auch perspektivisch, wenn das Spiel erstmal läuft, tatsächlich Rollenspielabenteuer rausbringen dafür, also über PDF. Wir reden mit den Verlagen darüber, gemeinsame Plots zu haben, also so Metaplots, die halt eine Story sozusagen im Pen-and-Paper-Rollenspiel und im Online-Rollenspiel verbinden. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese Wurzeln da zu behalten. Also viele Rollenspiellizenzen oder auch generell Filmlizenzen bewegen sich ja sehr schnell weg von ihrer Fanbasis. Ich glaube, dass wir lieber nicht ganz so schnell bewegen, aber dafür eine solide Basis haben, wo wir auch nachhaltig Leute binden können. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, zu sehen, was die Leute wollen. Und dafür sind wir sehr offen. Beta-Tests werden wir dann irgendwann, wie gesagt, im nächsten Jahr rausgeben. Also wird man euch bis ins nächste Jahr dann vermutlich auch auf verschiedenen Veranstaltungen und Cons dann sehen können, wo euch dann Feedback und Anregungen von den Fans einholt? Also dieses Jahr sind wir auf den Cons noch ein bisschen seltener, weil wir einfach tatsächlich noch nicht viel zu zeigen haben und natürlich immer wieder zu kommen und zu sagen, wir wollen da was machen, wir wissen aber noch nicht genau, wie es aussieht, ist nicht so irre attraktiv. Nächstes Jahr sind wir da deutlich aktiver werden und wir planen auch perspektivisch dann tatsächlich für diese Lizenzen, sage ich mal, eine größere, also uns mit den Verlagen zusammen in eine größere Darstellung zu begeben und da dann auch ein paar Aktionen zu fahren auf den verschiedenen Cons und auf verschiedenen anderen Events.
Ja, dann vielen Dank bis jetzt. Das klingt alles schon mal sehr interessant. Ich hoffe, wir hören nochmal von euch. Ja, das hoffe ich auch. Ansonsten sind wir demnächst pleite und ich suche einen Job, wenn jemand einen weiß. Wunderbar. Wir verabschieden uns damit von der RPC und hoffen, dass wir uns trotzdem nochmal irgendwann wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.